Dies ist die Schnellstartanleitung für das Headset Stealth 700 Gen 2 für PlayStation. Bevor du beginnst, stelle sicher, dass dein Headset mit der aktuellsten Firmware ausgestattet ist. Schließe dafür bitte dein Headset und den Sender an einen Windows-PC oder Mac an. Lade dir dann die Turtle Beach Audio Hub App für dein Android- oder iOS-Gerät herunter. Damit kannst du dein Headset über Bluetooth verbinden, Audio-Voreinstellungen anpassen und vieles mehr. Richten wir nun dein Stealth 700 Gen 2 für deine PlayStation ein. Schließe den Sender an einen verfügbaren USB-Anschluss an deiner PlayStation an. Das Headset und der Sender werden bereits mit einer eingerichteten Verbindung geliefert, was an der dauerhaft leuchtenden LED erkennbar ist. Leuchtet die LED-Anzeige dauerhaft blau, sind Headset und Sender verbunden. Außerdem verrät dir die LED-Anzeige am Headset den Status des Headsets. Durchgehendes Blau, Headset und Minisender sind verbunden. Schnell blinkendes Weiß, Bluetooth wird verbunden. Dauerhaft Weiß, bleibt 2 Sekunden weiß, springt dann zurück zu Blau, Bluetooth verbunden. Blinkendes Blau, während des Aufladens, Akku vollständig geladen. Schnell blinkendes Blau, keine Verbindung. Durchgehendes Rot, während des Aufladens, Akku lädt. LED schaltet sich aus, wenn der Akku vollgeladen ist, wenn das Headset ausgeschaltet ist. Blinkendes Rot, Akkustand niedrig. Um die Einrichtung abzuschließen, gehe zu den Einstellungen, dort zu Geräte und dann zu Audiogeräte. Wähle Stealth 700 Gen 2 als Ein- und Ausgabegerät aus. Stelle ein, dass alle Sounds über die Kopfhörer ausgegeben werden. Stelle die Lautstärkenregelung auf die höchste Stufe, wähle Mikrofonpegel anpassen und folge den Anweisungen auf dem Bildschirm, um dein Mikrofon einzustellen. Richten wir jetzt dein Stealth 700 Gen 2 für deine PS5 ein. Um dein Headset für deine PS5 einzurichten, gehe in den Einstellungen auf Sound und dann zu Mikrofon und wähle USB-Headset Turtle Beach. Gehe auf Audioausgabe und stelle ein, dass alle Sounds über die Kopfhörer ausgegeben werden. Stelle die Lautstärke für Kopfhörer auf die höchste Stufe. Sehen wir uns jetzt das Headset und einige seiner Funktionen an. Zuerst hätten wir da den USB-C-Anschluss, die LED-Anzeige, die Bluetooth-Multifunktionstaste, die An-Aus-Taste, die Mode-Taste, die standardmäßig als Taste für Superhuman Hearing eingerichtet ist, das anpassbare Steuerungsrad für standardmäßig regelbares Mikrofon-Monitoring und das Steuerungsrad für die Gesamtlautstärke. Das Mikrofon lässt sich stumm schalten, indem man es zur Hälfte hoch oder vollständig einklappt. Sobald es vollständig ausgeklappt wird, ist es wieder aktiv. Um Superhuman Hearing zu aktivieren, drücke einmal kurz die Mode-Taste. Die Mode-Taste und das anpassbare Steuerungsrad können entsprechend deines Spielstils verschiedenen Funktionen zugewiesen werden. Um Änderungen vorzunehmen, musst du zuerst die Turtle Beach Audio Hub App für dein iOS- oder Android-Gerät herunterladen. Stelle sicher, dass du Bluetooth auf deinem Gerät aktiviert hast. Dein Stealth 700 Gen 2 beginnt damit, eine Verbindung über Bluetooth aufzubauen, sobald es eingeschaltet wird. Falls innerhalb von 2 Minuten keine Bluetooth-Verbindung hergestellt werden konnte, wird der Verbindungsversuch über Bluetooth abgebrochen. Um über Bluetooth eine Verbindung aufzubauen, führe die folgenden Schritte aus. 1. Drücke die Bluetooth-Taste an deinem Headset, bis Bluetooth wird verbunden abgespielt wird. 2. Wähle das Headset in den Bluetooth-Einstellungen deines Handys oder Tablets aus. Das Headset und das Gerät werden sich über Bluetooth verbinden. Ist die Verbindung hergestellt, wische zum zweiten Einstellungsbildschirm der App, um der Mode-Taste und dem anpassbaren Steuerungsrad neue Funktionen zuzuweisen. Nach einmaligem Auswählen werden diese Einstellungen gespeichert. Die Audio Hub App erlaubt es dir, während des Spiels Musik zu streamen oder Handyanrufe entgegenzunehmen. Sehen wir uns nun die grundlegende Steuerung an. Für Abspielen, Pausieren, einmal die Bluetooth-Taste drücken. Vorspringen, zweimal kurz drücken. Vorspulen, zweimal kurz drücken und halten. Zurückspringen, dreimal kurz drücken. Zurückspulen, dreimal kurz drücken und halten. Eingehenden Anruf entgegennehmen, einmal drücken. Laufenden Anruf beenden, einmal drücken. Eingehenden Anruf ablehnen, drücken und halten, außerhalb eines Anrufs. Stimmerkennung aktivieren, falls verfügbar, drücken und halten. Das war's! Nun ist dein Stealth 700 Gen 2 für die PlayStation eingerichtet und startklar. Das Stealth 700 Gen 2 bietet 20 Stunden Akkulaufzeit. Lade dein Headset also regelmäßig auf. Bei Problemen wende dich bitte an den Turtle Beach Support auf support.turtlebeach.com. Vielen Dank!